Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Die letzte Folge lief eigentlich sehr erfolgreich. Lasst mich mal noch schnell die Himbeeren hier nebenbei einsammeln. Denn wir haben einen Troll erledigt, eine ganze Grauzwergenarmee, wir haben Kupfer gefunden und müssten jetzt eigentlich alles haben. An Rohstoffen, die wir brauchen für das Schwert. Und natürlich auch für das letzte Teil der Trolllederrüstung. Um das mal, sind wir dann immer noch schneller? Weil eigentlich sind wir ja ohne Werkzeug mobiler unterwegs. Ich glaube, auch dann sind wir schneller. Oh, so kann man auch Holz sammeln. Ich hätte gern so einen Karren aus Edelstahl, dem ich einfach nur durch den Wald renne und alles geht kaputt und sammelt sich automatisch ein. Machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt brauchen wir bloß noch ein Wildschwein. Und da ist es. Ich fasse es nicht. Und da hinten ist noch eins. Ich fasse es nicht. Wir müssen unseren Karren kurz hier stehen lassen. Haben wir gar nicht gebraucht diesmal, weil so viel haben wir nicht gesammelt. War ein bisschen doof, den mitzunehmen, aber okay. Jetzt lasst mich mal kurz gucken. Unser Zuhause ist direkt gerade vor, ne? Hey, Wildschwein. Ja, komm mal mit. Sehr cool. Also wirklich, manchmal denke ich, das Spiel hört mich ab. Ihr habt es ja selber miterlebt in den ganzen Folgen bis jetzt. 32 an der Zahl. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, wir bräuchten das jetzt, war es auf einmal da. Na, komm mit. Huhu, hier bin ich. Darfst mir auch nochmal in die Hacken beißen. Guck mal, habe ich sogar mit Honig eingeschmiert. Ja, komm. Probier mal. Ja, ganz lecker. War ein paar Beinhaare mit dran, ich weiß, aber du bist auch nicht gerade der Rasierteste. Komm. Na, hallo, wir sind noch fast da. Jetzt mach hier nicht noch Faxen. Jetzt müssen wir unbedingt das Ding hier auswählen. Wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Hä? Warum ist denn hier offen? Nein, Wildschwein. Wildschwein. Hey, komm mit. Ja. Komm hier rein. Komm her. Wo bist du denn? Mann, stell dich doch nicht so an. Komm mit rein jetzt. Komm, hier. Ist dem das... Ist der Eingang zu eng? Komm mal hierher, komm. Komm mal hier rein. Hey, nicht wieder raus. Ach, sag mal, was hast du denn? Hallo. Hier. Sag mal, komm jetzt rein jetzt hier. Danke. Zack, da haben wir dich. Sehr gut. Hehe, Pech gehabt. So, dann schnell noch einen Pilz mit reingeworfen. Dein Magen ist voll. Ich glaube nicht, hab noch nicht gefrühstückt. Du bist immer noch nicht lieb, ne? 90%, aber verängstigt. Aber streicheln kann ich dich nicht. Müssen unbedingt mal noch reparieren. Wäre richtig ärgerlich, wenn das alles für umsonst war. Nur weil er dann irgendwann mal hier das Ding kaputt gemacht hat. So. Einmal auf reparieren. Und dann haben wir ja schon mal die beiden hier. Guck mal, er verliert auch schon Herzen, aber er wird eigentlich noch längst nicht so weit sein. Kommt er hier raus? Basteln mal lieber noch so ein Ding ran. Sicher ist sicher. Okay, passt. Hast du deinen Pilz schon... Hat seinen Pilz schon gefuttert? Und wie sieht's aus bei dir? Immer noch komplett aggressiv. Okay. Wir werfen ihm mal noch zwei Pilze rein. So. Du hast deins auch schon gefuttert. Wie sieht's bei dir jetzt aus? 91%. Ihr seid ganz schön verfressene Biester, wisst ihr das? Komm, du kriegst auch noch zwei, dass ihr euch ja nicht unfair behandelt fühlt. Und dann esst mal in Ruhe und gewöhnt euch an euer neues Zuhause. Trolllederrüstung. Das machen wir jetzt. Die Tunika haben wir schon. Nee, Lederhelm. Das ist die Tunika. Wir brauchen die Hosen noch. Bin ich richtig? Ja. Sehr cool. Und damit haben wir sie komplett.
ausziehen, mach dich nackig. Und bam. Also es sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Es geht voran, ich freue mich sehr. Jetzt müssen wir unbedingt das Bronze noch schmelzen. Kupfererz hinein. Kohle haben wir natürlich alle weggeschmissen. Und ich habe einen kleinen Frosch im Hals. Tut mir sehr leid. Wo haben wir es denn? Wo habe ich es wieder hingeworfen? Hier habe ich es. Hätte halt echt mal noch Bock, den Händler zu finden. Weiß halt nicht, was wir alles an denen verkaufen können. Aber Holz noch? Ja, ich glaube, ein bisschen Holz hat man, ne? Bauen wir gleich mit rein. Ein bisschen viel Holz sogar. Haben wir so viel gesammelt? So. Beide Schweinis. Ach, sehr gut. Es geht wirklich cool voran. Ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm. Also klar ist nicht das Hübscheste hier drin, aber es füllt ein bisschen die Leere. Ich werde es dann wahrscheinlich eher in die Richtung noch erweitern, weil ich glaube, hier drüben ist es mir ein bisschen zu nah dran. Aber mal schauen. Das hat absolut keine Priorität. Was kostet denn ein Flug? Wir können ihn ja jetzt mittlerweile basteln. Auch nochmal 5 Bronze, ey. Das ist wirklich ganz schön teurer Spaß für so einen seltenen Rohstoff. Ich meine, klar, es wird noch viel seltenere Sachen geben, aber jedes Mal in den Dunkelwald erstmal finden, abbauen, das ist schon nochmal was anderes. All das ist ja geil. Kostet auch eine ganze Menge. Ihr sagt, der Schutz hat halt jeweils 8 von Bronze, die Rüstung. Wir haben jetzt aktuell 6. Wir haben 6. Und von daher würde ich das erstmal so lassen. Streitkolben wäre natürlich auch cool, aber das Schwert ist mir dann erstmal am liebsten 35. Das ist halt echt nochmal ein Unterschied, ne? So 20. Blockwert hat es auch. Nee, hat es 10. Ist dasselbe. Bewegungstempo minus 5 ist auch genau das gleiche. Ja, aber halt 35, ne? Das ist schon mal eine Hausnummer. Haben wir noch Geld für eine Truhe? Oder was heißt Geld? Eigentlich Holz. Nein, natürlich nicht. Wir sind schon auf der 36 bei Sprinten. Bis 100 geht's. Ich hatte schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen. Also ist noch gut was zu tun. Wir sind schon wieder fast voll, ne? Wir müssen jetzt mal ein bisschen Inventar leeren. Dann ganze Bronze und ganze Zinn einmal einsammeln. Dass wir uns endlich unser Schwert basteln können. Ja, jetzt sind wir natürlich überladen, weil das Zeug so schwer ist. Kernholz, sehr cool. Doof, dass ich da nicht eher drauf gekommen bin, aber okay. Muss ja nicht alles immer sofort sein. So, Münzen. Die haben wir aber meiner Meinung nach schon irgendwo anders drin gehabt. Da waren sie. Wir können aber auch das nochmal rausnehmen. Damit draufpacken. Und hier haben wir Münzen. Die hatte ich gerade, glaube ich, hier reingeschmissen. Genau. 122 schon zusammen. Das sieht doch alles gar nicht mal so verkehrt aus. Und trotzdem noch überladen. Das ist echt Wahnsinn. Dann schnell die Kohle raus, dann passt es gerade so. 3 brauchen wir noch. Hier haben wir nur eigentlich nur 8 gebraucht. Also könnten wir mal 2 wegnehmen. Um ein bisschen Gewicht zu sparen. Oh, ich habe gerade gesehen, hier waren auch die Augen drin, ne? Yep. Können wir die noch rausnehmen. Können wir hier noch Himbeeren auch noch weg damit. Und so muss ich auch alles mal wieder durchkochen. Und dann sieht es doch erstmal ganz gut aus. Können wir wieder was futtern. Ist dein Pilzfreundchen? Du auch? Ich dachte gerade, jetzt ist dann. Leider nein. So, Kupfer her.
Ach, verdammt. Wir haben genügend Kupfer. Aber wir sind schon wieder leicht am Schwitzen. Wir werden es wahrscheinlich nicht ganz schaffen bis dahinter. Und wir brauchen dann wahrscheinlich trotzdem noch Holz oder so. Verdammt. Wo habe ich denn den Karren hingestellt? Jetzt können wir gerade gebrauchen. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Sieht nicht gut aus. Hier ist Platz. Komm, wir werfen mal schnell das weg. 301, immer noch. Verdammt. Obwohl, das war schon mit das Schwerste. Was wiegt denn nichts? Federn wiegt doch nichts. Jetzt 299. Lasst uns nochmal schauen, was es gekostet hat. Und dann bauen wir uns endlich unser Schwert. Ich freue mich sehr. 2 Holz, 8 Bronze. Bronze mal 5. Oh, finde ich cool, dass man das gestackt hat. Weiß ich gar nicht, ob mir das schon aufgefallen ist. Sag mal 5. 6. 7. Und 8. Jetzt brauchen wir noch 2 Leder und 2 Holz. Und es wird schon wieder leichter damit. Sehr gut. 2 Leder und 2 Holz. Dann ist das Schwert unser Stolz. Und wir haben alles zusammen. Macht das Ding 45 mit Stechen. Das ist natürlich auch echt krass, ne? Aber nochmal eine ganze Ecke langsamer. Blockwert ist auch wieder derselbe. Ja, ich weiß nicht. Und das wird wahrscheinlich auch zweihändig sein. Ich habe doch lieber so ein Schwert. Ich denke, es ist die richtige Entscheidung. Wuhu! Wir haben das Bronzeschwert. Jetzt müssen wir es uns natürlich erstmal anschauen. Ach, ist das geil. Schaut mal. Wie es glänzt. In Wildschwein seinen Arsch rein. So. Ja, geil. Wir können cool damit blocken. Es ist halt auch... das ist um einiges schneller, ne? Weil so. Können wir damit angreifen? Aber hallo, und der macht sogar coole Moves. Am Ende macht er so einen von oben nach unten. Jawohl. Sehr cool. Endlich haben wir es. Wir haben eine komplette Trolllederrüstung. Wir haben ein Kupferschwert. Oder Bronzeschwert. Wie heißt das denn? Bronzeschwert, ne? Ein Bronzeschwert. Besser hätte es doch gar nicht laufen können. Wir haben 2 Wildschweine am Start. Alles, was wir uns vorgenommen haben, ist endlich eingetreten. Dann bin ich tatsächlich doch am Überlegen, ob wir uns schon langsam mal zum Uralten machen. Wird jetzt wahrscheinlich nach der Folge dann tatsächlich erstmal wieder außerhalb des Let's Plays ein bisschen spielen. Einerseits die ganzen Truhen mal sortieren. Ach du Scheiße, haben wir viel Kohle produziert. Ja, die ganzen Truhen mal sortieren. Und eventuell noch mal ein bisschen Holz sammeln gehen. Und dann könnte man überlegen, mal zum Uralten zu machen. Weiß nicht, wann wir die hier mal zahm haben. Dauert halt echt Ewigkeiten. Vielleicht mache ich auch was verkehrt. Oh, wir können streicheln. Komm mal her. Och, Wildschwein liebt dich. Ah, das ging erst seitdem es jetzt 100% zahm ist, ne? Mit dir? Ne, dich können wir noch nicht streicheln. Och, schön. Wildschwein liebt uns. Das ist ja aber lieb. Dann würde ich auch gerne den Pilz wieder haben. Danke. Weiß nicht, den können wir dir drin liegen lassen. Ist okay. Ah, wir haben Springen verbessert. So. Wir reparieren jetzt hier nochmal fix drüber. Der ist schon wieder ganz schön am Ausflippen hier. Hat er noch Pilze? Er hat noch Pilze. Warum isst du es denn nicht? Komm, wir werfen dir nochmal welche rein. Vielleicht magst du es einfach nicht an der Stelle. Joa, sehr cool. Was machen wir jetzt am besten noch? Ich würde sagen, wir... könnten uns mal noch kurz anschauen, was wir für den Flug alles gebraucht haben. Weil das wird dann auch das nächste Ziel noch, dass wir uns hier Möhren anbauen. Und wir können noch mal eben schnell nach dem Honig gucken. Lass uns das noch machen. Ich weiß halt nicht, wie viel die insgesamt produzieren. Oder ob die nach 2 Honig erstmal Schluss machen. Dass wir die abgeholt haben. Die Bienen sind glücklich.
Wunderbar. Honig ist halt wirklich 5 HP. Eins der geilsten Sachen, zumindest im aktuellen Stand. Wird bestimmt noch coolere Sachen kommen. Gerade wenn wir uns da noch Sachen brauen können und so weiter. So, das dort rein. Jetzt wollten wir nach dem Flug gucken. Hier ist er. Wir brauchen 5 Bronze. Also brauchen wir 10 Kupfer und 5 Zinn. Bin ich jetzt richtig? Ja. 10 Kupfer, 5 Zinn. Und wir haben aktuell, glaube ich, fast gar nichts mehr, ne? Ein Kupfer noch einstecken. Wir bräuchten noch 3 Zinn und 8 Kupfer. Na gut, das kriege ich ja dann hin. Werde ich dann wirklich außerhalb noch machen. Sammle ich das schnell ein. Bisschen Holz vor allem auch. Und dann passt das. Ich würde mal sagen, wir probieren noch schnell unser Schwert aus, weil ganz ehrlich, was bringt uns ein Schwert, wenn wir es nicht benutzen? Würde einfach mal gerne probieren. Ach, jetzt haben wir kein Essen mehr dabei. Ja, ich würde gerne einfach mal probieren, wie cool das ist. Jetzt kommt uns bestimmt wieder eine Stunde lang nichts entgegen, was wir schlachten könnten. Das ist dann aber immer so, ne? Die ganze Zeit wirst du von Gräulingen belästigt. Wenn du dann mal eins haben möchtest, ist keins in der Nähe. Ein Hirsch bringt mir gar nichts. Nee. Hat uns auch gesehen. Da oben ist noch eins. Oder einer. Aber kein Gräuling weit und breit. Schweinerei. Wird sogar ein Wildschwein schlachten. Das wäre es mir wert. Gräuling. Uhu. Das war wieder so klar. Wenn er einmal sein Schwert benutzen möchte. Weiß gar nicht, ob wir uns auch Bronze-Axt basteln können. Ich glaube, ne? Wird es da mit dem Holz sammeln wahrscheinlich auch eine Nummer schneller gehen. Jetzt habe ich was gehört. Aber vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Hm. Och Menno, ich wollte unser Schwert mal benutzen. Tut mir leid, dass es gerade so langweilig ist. Aber ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, dass man es natürlich auch erstmal ausprobieren will. Aber es kommt halt gerade tatsächlich nichts und ich will jetzt ja auch nicht die ganze Zeit im Dunkeln mit euch rumrennen. Ohne dass was passiert. Hier waren doch eigentlich immer welche. Da ist er. Hallo. Darfst mich sogar einmal hauen. Bam. 18,7 Schaden. Brauchen trotzdem noch 2. Ah, der reagiert halt echt schnell, weil man drückt drauf und der Schlag ist da. Bei der Steinaxt dauert das halt alles viel länger. Also das Ding ist wirklich um einiges cooler. Der Uralte ist, glaube ich, der hier dann. Gegenstand anbringen? Nee, haben wir ja noch nicht. Ich gehe zumindest davon aus, dass das der Uralte ist. Er sieht zumindest so aus, ne? Weil, na gut, der könnte es auch sein. Na gut, vielleicht ein Skelett ist auch der Uralte. Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ich habe mal ein Foto gesehen. Echte, es war ein großes Vieh, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube fast der ist es. Zumindest mal ein Bild gesehen von so einem Vieh. Ich dächte, es stand drunter, dass es der Uralte ist. Na. Bam, One-Hit-Wander. Geil. Und die nächsten. Jetzt kommen sie auf einmal alle aus ihren Löchern, ne? Ach, schaut euch das mal an. Freue ich mich auf den ersten Mob. Wie schnell wir hier mit dem Schwert durchprügeln können. Mega, mega geil. Das macht uns das Leben im dunklen Wald auf jeden Fall etwas angenehmer.
Naja, gut. Dann lasst uns erstmal wieder nach Hause. Wir haben es einmal ausprobiert. Und dann schauen wir mal, dass wir uns in der nächsten Folge entweder zum Uralten begeben oder vielleicht nochmal irgendwas anderes machen. Ich weiß es noch nicht genau. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.